Das erste, was ich immer rausgekramt habe, hier ist das hier. Ja, das ist ein Buch von 2003. Also wir reden hier kurz nach 9/11. Ja, also der Krieg gegen den Irak hatte dann irgendwie gerade erst angefangen oder es war halt kurz davor. Dieses Buch heißt Das neue Feindbild Islam von Abdulhai Yahya Zalum. Globalisierung und Kapitalismus in der Krise. Ja, das Ganze. Hier, es bekam sogar ein Lob von Al Jazeera. Und die deutsche Version ist erschienen bei einem Verlag namens Beim Propheten. Das müsste der Verlag sein von Herrn Eggert. So. Also. Und, ja, und das Ding hier ist halt im Prinzip. Es ist aus einer islamischen Perspektive geschrieben, aber eigentlich fast alles da drin ist absolut identisch wie linke Propaganda aus den letzten Jahrzehnten. Also es ist identisch zu linker Propaganda, es ist aber auch vieles drin aus der klassischen westlichen Verschwörungsliteratur. Also man könnte jetzt hier so ein paar kleine Dinge rausstreichen, also diese ganzen Islambekenntnisse und so diese typischen Islamsachen. Könnte man jetzt rausstreichen und dann könnte man hier vielleicht so ein kleines bisschen was ergänzen und sagen, das ist jetzt ein linkes Verschwörungsbuch. Easy. Oder man nimmt das islamische Zeug raus, fügt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Nazi-Zeug rein oder so und dann könnte man halt sagen, das ist jetzt ein rechtes Verschwörungsbuch. Ja, das heißt, das ist so austauschbar, das Material. Ja, und also da können halt andere Leute eben ein linkes Buch mit so ein linkes Buch machen, könnten ein ultrarechtes Buch machen, sogar rechtsextremes Buch machen, vollkommen egal. Ja, wenn man jetzt so den Islam hier rausnimmt, dann wirkt das wie diese seriöseren Birch Society-Verschwörungsbücher aus den USA. Aber es ist halt, braucht halt eigentlich auch bei diesen amerikanischen Birch-Büchern wirklich nur ein kleines bisschen Rechtsradikalismus hier angefügt und schon hättest du ein Buch, was jetzt halt die Rechtsradikalen dann auch glücklich machen würde. So sieht das aus. Und die Birch-Bücher aus Amerika, das waren ja die großen Bestseller, die wurden dann nach Deutschland übersetzt oder halt einfach rumkopiert. Und das bildete das Fundament für die neueren deutschen Verschwörungsmedien. Ja, Gary Allen, dies, das, bla bla bla. Habe ich alles schon mal ge hier geklärt. So. So, jetzt ist dieser Autor inzwischen schon tot, also man kann ihn da jetzt, man kann jetzt ihn in dem Sinne nicht mehr befragen, aber der war sehr umtriebig, der Herr Abdulhai Yahya Zalum hier mit seinem Verschwörungsaufklärungsbuch hier. Also ich wechsle hier mal schnell auf den Browser und zeige Ihnen mehr zu dieser Person hier. Zwar haben wir das hier. Also, das hier in der Mitte ist der inzwischen verstorbene Dr. Abdulhai Yahya Zalum. Und das ist so diese Zalum Group. Das sind Unternehmer. Ich meine, der Typ war auch an der Harvard University. Also studierte irgendwie an Harvard und hatte da anscheinend mehrere Abschlüsse. Also bei den Amerikanern, die er eigentlich so trasht hier in seinem Verschwörungsbuch. Ja, also da hat er sich seine Abschlüsse geholt. Und dann mit halt anderen Familienmitgliedern machen die da halt so verschiedene Business-Sachen. Also erst fing das irgendwie an mit Konsumgüter. Die hat man hergestellt im Königreich von Jordanien. Und Jordanien ist ja eines der pro-westlichen islamischen Länder. Zu dem Widerspruch gleich noch ein bisschen mehr. Ja, was Mr. Zalums Buch anbetrifft. Also hochqualitative Produkte, die halt hergestellt werden hier in Jordanien. Und am Anfang fing das an mit arabischen Petroleumprojekten als Management Consultancy. Die Firma ließ sich dann halt richtig oder wurde dann richtig angemeldet, die in Jordanien und hat dann sogar noch ein Büro in Indien. Und dann 1977 stieg man noch in das Essensgeschäft ein mit Keksen. Man stellt 42 Sorten von Keksen her. Dosennahrung, Tomatenpaste, also Tomatenextrakt und so weiter.
und so weiter. Auch mit Hühnern macht man rum. Ja, also und hier nochmal ein bisschen zu der Biografie. Dr. Abdulhai Yahya Tsalum studierte zunächst in Jerusalem ausgerechnet. Da hat er dann eine Highschool fertig gemacht und holte sich dann mehrere Abschlüsse von der US-Elite-Universität Harvard. Ja, und kam dann halt ziemlich weit hier herum, muss man sagen. So, und komischerweise machte der dann auch so halt eben islamische Verschwörungsbücher. Wie das hier, 2003, also ziemlich kurz nach 9/11. Ja, das neue Feindbild Islam, Globalisierung und Kapitalismus in der Krise. Moment, ist er nicht selber ein Kapitalist mit seinen Keksen und seinen Hühnern? Vergessen wir das einfach mal für einen Moment, ja? Vergessen wir auch mal, dass das erschienen ist bei hier dem Verlag beim Propheten, hier Eggerts Verlag. Das ist jetzt erstmal auch wurscht für den Moment. Ja. Es heißt hier, ich schreibe dieses Buch, weil George W. Bush und die Herren der neuen Weltordnung, wer die wohl sein mögen, mir und der Welt diese ihre Werte aufnötigen wollen. Ja, welche Werte denn? Die kapitalistischen Werte, um Hühner zu verkaufen und Kekse? Well, das sei jetzt mal dahingestellt. Es heißt, Präsident George W. Bush verkündete, die Welt sei von nun an in Gute und Böse, Gläubige und Ungläubige aufzuteilen. Fair enough. Der Milliardär Bin Laden hatte der CIA von seinen Reichtümern weggelockt, um einen heiligen Krieg gegen den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan zu führen. Okay, whatever. Und dann heißt es hier, er bezieht sich auf eine Studie, das Konzept des Islam unterscheidet sich vom Kapitalismus durch den Widerstand gegen eine zu übertriebene Anhäufung von Reichtum. Eine wirklich islamische Gesellschaft sollte kein Feld sein, auf dem entgegengesetzte Interessen aufeinanderprallen. Aha, also das heißt, wenn du Hühner verkaufst und 42 Sorten Kekse, dann soll das eben nicht so ausarten wie in Amerika, meint er. Ja, das Problem ist, in Jordanien, wo seine Firma angemeldet ist, das ist ein Königreich, Jordanien. Und die Königsfamilie und halt die begünstigte Schicht, die lebt in Saus und Braus, die gewöhnliche Bevölkerung nicht so sehr. Ja, und das ist halt einfach ein Problem in der gesamten muslimischen Welt, das ist aber auch ein Problem in der gesamten Welt seit vielen tausenden Jahren, seit es moderne Imperien gibt. Ist halt ein schöner Gedanke natürlich, der hier geäußert wird. Das ist ein frommer Wunsch, dass es halt nicht so ausarten soll, hier in so hyperelitäre Strukturen, die dann halt den Markt manipulieren und halt die Leute ausbeuten und so. Aber das ist erstmal nur ein frommer Wunsch. Ja, ob der real existierende Islam das halt irgendwie besser macht, das ist halt dann wirklich die spannende Frage, ne? Dann klingt sie halt fast schon sozialistisch. Also es klingt halt oftmals sehr sozialistisch hier. Auch wenn sie Hühner verkaufen und 42 Sorten Kekse hier bei der Tsalum Group. Es heißt hier, der an materiellen Werten orientierte Kapitalismus ist Nährboden für Verbrechen, organisiertes Verbrechen und mehr dergleichen. Also geht es ja um die Banden in Los Angeles und bla 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 und so und satanistischer Rock'n'Roll. Also das hört sich halt, ja. Es hört sich halt an wie so ein bisschen, also vieles hört sich an wie linke Propaganda oder halt sowjetische Propaganda, die ist anscheinend ein bisschen hängen geblieben. Könnte man jetzt spekulieren. Dann heißt es hier, ja, wir verurteilen die Anschläge hier vom 11. September in New York. Solche Anschläge widersprechen Buchstaben und Geist des Islam. Aha. Es heißt hier, der Islam lehrt, ein unschuldiges Leben zu töten, ist genauso böse wie das ganze Menschengeschlecht auszurotten. Oh Gott, wie lame. Also das heißt, er bringt hier diese halt verkürzte Stelle hier aus dem Koran und so und hofft halt, dass die Leute nicht schnallen, dass der Koran halt wesentlich komplizierter ist. Ja, dass halt dass es halt dann die netteren Suren gibt und die vielen wenigen netten Suren. Also das heißt, es ist ja so eine sehr fragwürdige Distanzierung. Das heißt, der islamische Imperialismus war sehr ähnlich wie jeder andere Imperialismus.
Das hatte ich ja auch am Wochenende nochmal geklärt in einem Video hier mit den Ursprüngen des Islam. Also dass halt professionelle Familien aus dem arabischen Raum mit Connections zu den Persern und halt so Ostrom, dass die den Islam und das Kalifat starteten. Man kaufte sich halt eben auch Experten ein für Imperialismus und dann ging halt diese Eroberung los in der arabischen Halbinsel und dann darüber hinaus. Zu den vermeintlichen Lebzeiten von Mohammed gab es halt irgendwie keine Statuen von ihm oder keine Inschriften, keine Münzen und so. Also das heißt, man findet halt nichts Archäologisches über Mohammed. Aber dann später unter den Kalifen, da wurde dann der Fokus unglaublich krass gesetzt auf diese Mohammed-Erzählung. Aber die moderne wissenschaftliche Forschung, also natürlich nicht muslimische Forschung, die moderne Forschung sagt halt, wir wissen eigentlich gesichert so gut wie gar nichts über Mohammed. Ja, das ist halt dann alles so aufgeschrieben worden, halt viel, viel später unter den Kalifen. Also jetzt nicht nur der Koran, wo dann irgendwie dann halt mehr und mehr festgehalten, sondern auch diese Hadithe, also diese tausenden Anekdoten, ja, die dann den Islam definieren. Das war eigentlich im Islam immer vollkommen umstritten. Also ein paar Personen lieferten da zigtausende von solchen Anekdoten. Ja, und das definiert halt letztendlich dann den Islam. Und das natürlich verhielt sich dann der real existierende Islam wie jedes andere Imperium, weil es halt keine anderen Techniken gab. Also hat man halt versucht zu agieren, wie es halt gerade passte. Ob jetzt mal mehr oder mit weniger Gewalt. Also kein Imperium schert sich darum, ob da jetzt mal Unschuldige über den Jordan gehen. Ja, das ist Imperien vollkommen wurscht. Dann sagt er hier, Kapitalismus und Transnationalismus erzeugen in jeder Nation eine 1%-Klasse. Auch in Jordanien, Mr. Keksfabrikant. Dann heißt es hier, die meisten Religionen erließen religiöse Gebote gegen den Wucher und erklärten ihn zur Sünde. Tja, fällt uns da eine Religion ein, die da nicht so gehemmt war mit Zinsen? Tja, das wären dann wohl die Juden, nehme ich mal an. Ja? Wobei das auch eine völlig verkürzte Darstellung ist. Also es gibt ja eben so lange, wie es Imperien schon gibt, auch im alten Mesopotamien, wo es noch überhaupt keine Juden gab, oder halt die Griechen, die Römer und so, whatever. Es gab halt immer Handel und Ausbeutung und Geld wurde bewegt und Assets wurden bewegt. Lange Zeit war halt Getreide wie Geld. Und dann haben die Römer das halt dann irgendwann auch konvertiert in diese Goldtropfen, diese Solidi. Ja, und haben halt eben ihre Bilanzen geheim gehalten. Aber man konnte Reichtum auch bewegen. Und man konnte das halt hier hinschieben und da rein investieren, da rein investieren. Und jetzt die Vorstellung, dass man ja mal Geld jetzt hier hinschiebt und dann halt da mehr zurückkriegt und so, das ist halt eine der grundlegendsten Sachen. Also das ist vollkommen normal für jedes Empire. Aber hier wird es halt dann so plakativ dargestellt, als seien halt die Juden irgendwie komplett anders. Ja? Also das Judentum sei irgendwie da total anders. Der Islam aber verbot den Wucher, schreibt er hier, und das Horten von Gold und Geld, wenn sie dadurch der Produktion entzogen wurden. Damit segnete der Islam die alte Wirtschaft, die produktiv war und im unmittelbaren Konflikt und Widerstreit zur infofinanziellen und spekulativ parasitären neuen Wirtschaft geriet. Das genau ist, das heißt es, was die transnationalen Räuberbarone am Islam so beunruhigt. Sein Werteurteil steht im Widerspruch zum Wesen ihrer spekulativen Geschäfte. Also er will jetzt nicht so genau sagen, wer jetzt diese parasitären transnationalen Räuberbarone seien. Meint er damit die Juden, frage ich jetzt mal so in den Raum? Ja, beziehungsweise macht er das so, wie eigentlich im Frühsozialismus das üblich war? Ja, weil die begannen ja eigentlich im Frühsozialismus mit der Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung. Da hieß es nämlich auch schon, ja, es sei ein jüdischer parasitärer Geist zu traden und so. Also das heißt, auch Nicht-Juden können so parasitär und furchtbar handeln und so. Ja, also man fasst das ein bisschen allgemeiner auf. Ja, das heißt, entweder bist du ein Jude oder du bist halt irgendwie so im Geiste der Juden. Das heißt, fast jeden kann dieser Vorwurf treffen, es sei denn, man ist ein Muslim anscheinend. Ja, so läuft das. Und das ist eben das Problem, wenn jetzt halt eben dann 1,8 Milliarden Muslime hier rumlaufen und die glauben alle diesen Stuss da, diesen Verschwörungsstuss, der ihnen eingetrichtert wurde,
Und dann sind halt Muslime sauer auf halt, sind Muslime halt eben sauer auf gewöhnliche Europäer. Also wir seien entweder blöd oder dienen uns den Juden an oder seien halt so passiv und was weiß der Geier. Wir seien Kollaborateure. Ja. Also ich meine, das Buch hier ist eigentlich haarscharf daran vorbeigeschrammt, hier verboten zu werden, wahrscheinlich in Deutschland. Ich meine, man kann sich vorstellen, was er hier konkret denkt. Wer diese Zitat, transnationalen Räuberbarone sein sollen, diese parasitären Typen, ja, mit ihrem Wucher und so, ja, weil bestimmten Leuten war ja der Wucher nicht verboten. Zwinker, zwinker, zwinker. Hier hast du einen Keks. Ja, also das heißt, das ist schon mal so der Einstieg. Also er macht hier diesen, schlägt hier diesen großen Graben zwischen halt den parasitären Kapitalisten und den super tollen Muslimen. Und dann kommt halt tonnenweise Material, das ist im Prinzip identisch zu dem Material aus unzähligen linken Büchern. Also aus dem Kalten Krieg, nach dem Kalten Krieg. Also totale linke Agitprop. Ja, das heißt, immer nur dieses Geheule über die USA. Und halt immer dieses gleiche begrenzte Material. Also man könnte so viel besseres Zeug dazu machen. Ja, also es ist das gleiche Zeug, was die Linken verwendet hatten. Und es ist im Prinzip genau das gleiche, was diese klassischen Verschwörungsmedien im Westen ebenso gebracht haben. Ja, also John Birch Society Bücher und Dings und Bums. Was dann eben dann so dominierte und dann im Internet landete. Ja, und dann geht es hier nochmal kurz um Russland. Das heißt also, nach dem Kommunismus hätte halt dieser parasitäre, transnationale Kapitalismus da Einzug gehalten in Russland und diese jüdischen Oligarchen in Russland, die wären ja so gefährlich gewesen und so. Kein Wunder, dass sich dann Putin halt eben dann vermarktete als, oder sich Putin vermarkten ließ als Retter vor diesen Oligarchen. In Wirklichkeit war das ja ein KGB-Projekt. Das heißt, der KGB hat ja gesagt, wir schaffen russisches Geld ins Ausland, wir schaffen diese Fake-Oligarchen, die kontrolliert sind vom KGB. Und wenn halt eben so ein Oligarch dann ein bisschen aus der Reihe getanzt hat, dann, ja, dann hat man die halt auch mal beseitigt oder sowas oder halt einkassiert. Aber das wird hier so als Verschwörung eben da so beschrieben. Dann nächste Kapitel hier, die neue Weltordnung, ein amerikanisches Imperium, blabbadibla, also das heißt hier, wie in jedem linken Kommunistenbuch hier, es ist auch einfach viel altes Material, also da könnte man viel, viel bessere Sachen machen. Ja, dann hier, fünftes Kapitel, Neokolonialismus durch Globalisierung, ein System aus Betrug und Illusionen. Klingt wie kommunistische Propaganda. Ist es eigentlich auch, aber der Typ studierte an Harvard und wurde dann zu einem riesigen Keks- und Keksfabrikanten und Hühnertrader im Königreich von Jordanien. So, er schreibt hier, die muslimische Zivilisation verstand sich, auch wenn sie von der arabischen Halbinsel ihren Ausgang nahm, als eine universale, weltumspannende, man könnte auch sagen imperialistische, nicht wahr? Der Koran sagte an vielen Stellen, dass die Botschaft des Islam sich an die ganze Welt und die gesamte Menschheit richte. Tja, und du hast dann irgendwann keine Wahl mehr, ob du die Botschaft annimmst oder nicht. Das könnte man jetzt hier dazu sagen. Das sagt er aber natürlich nicht. Dann heißt es hier, die arabisch-muslimische Zivilisation schuf eine kontinentale Supermacht und ein Staatswesen, das sich von Spanien bis nach China erstreckte. Moment. Er hat hier die letzten vier Kapitel abgekotzt über das amerikanische Empire. Aber dann macht er so in einem Satz so den Sprung. Ja, ja, die Muslime hatten auch ein Empire. Ich meine natürlich eine kontinentale Supermacht. Die hat sich da einfach so entwickelt, ne? Ja. Sprechen wir einfach gar nicht drüber, wie sich diese muslimische Supermacht entwickelt hat, weil das passt hier nicht in dieses Buch hier rein, das neue Feindbild Islam von diesem Harvard-Typen. Ja, also quasi wie ein linkes Buch eigentlich oder auch fast identisch wie ein klassisches Verschwörungsbuch, aber halt zugeschnitten auf Muslime. Geschrieben von einem Muslim. Ja, so leicht kannst du diese Verschwörungspropaganda eben anpassen an das jeweilige Zielpublikum.
Hier, dann heißt es hier, was die heutige Globalisierung in Verruf bringt. Also er unterscheidet zwischen der guten, schönen Globalisierung durch die Muslime. Das sei, also die muslimische Globalisierung, das sei die tolle, das ist die nette. Ja? Aber die böse Globalisierung, das ist die amerikanisch, das ist irgendwie so die amerikanisch-jüdische. Das ist die böse Globalisierung. Und er macht hier den Unterschied fest am darwinistischen Kapitalismus. Eine Kultur durchsetzen, also der Westen will eine Kultur durchsetzen, die viele Menschen für widerlich halten. Sondern der ganzen Menschheit Ausbeutung, Raubkriege und unethischen Materialismus aufnötigen. Also hier wäre so die linke Argumentation, die damit reinspielt. Es heißt hier, eine kleine Gruppe von Finanziers, ich rate jetzt mal, spekuliere mal, er meinte Juden, eine kleine Gruppe von Finanziers steht an der Spitze der neuen Weltordnung und sie ist es, welche die wichtigsten Bürokraten ernennt, um den jeweiligen Kernstaat zu verwalten. Erst war es Großbritannien, jetzt sind es die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist falsch. Das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren halt sehr, sehr genau rausgearbeitet. Ja, wie halt das neue Bankensystem schuf mit der Bank of England, das fraktionale System. Die großen Merchant Banks und diese heimliche Koordination halt durch den britischen Geheimdienst. Und das hieß adliger Geheimdienst. Ja? Das heißt, alle Teile mussten unter Kontrolle stehen, damit es halt nicht kollabiert, sondern du konntest es halt dann nach oben skalieren, du konntest dann diese Bonds verkaufen mit dem neuen Bond-Market, um Kriege zu finanzieren. Das war jetzt natürlich dann jetzt nicht natürlich das tolle Wunderland oder sowas. Das war jetzt nicht das tolle Wunderland natürlich für die gewöhnliche Bevölkerung, aber das war halt das absolute Mega-Ding für das britische Empire, für die Oberschicht. Ja. Damit halt andere Reiche nicht dieses neue britische System gleich kopieren, haben die Briten halt hintenrum heimlich versucht, dieses eigene System halt schlecht zu reden. Mit dem linken Framing und dem rechten Framing. Also es sei ausbeuterisch und furchtbar und werde kollabieren und es sei eine jüdische Verschwörung und bla bla bla. Und natürlich hat man ein paar Juden halt eben dann rekrutiert für dieses System und generell im britischen Empire. Ich meine, die haben ja alle möglichen Leute rekrutiert. Aber der Adel zog die Fäden. Und das ist viel zu wenig erforscht worden. Ich habe da in den letzten Jahren einiges dazu gemacht. Und bestimmte Adelslinien sind riesengroß und die wachsen seit 1200 Jahren. Ja. Also genügend Personal, um ein Empire zu leiten. Man hat ein paar Juden rekrutiert, die hatte man vollkommen unter Kontrolle. War ja auch nicht schwer, Leute zu rekrutieren, die unter Kontrolle zu halten. Das macht jeder Geheimdienst seit zigtausenden Jahren. Also diese ganze Vorstellung, die Rothschilds hätten da die Macht übernommen über Britannien und so, das ist kompletter Käse, ist komplett falsch. Genauso ist es falsch zu denken, irgendwie dann die Rothschild-Banker hätten Amerika übernommen. Das ist auch kompletter Quatsch. Aber das wird dann so geglaubt hier von Mr. Harvard University, Abdulhai Yahya Zalum, mit seinem Hühnertrade und seinem Keksbusiness im Königreich von Jordanien. Also er sagt halt hier noch, dass er sagt hier Folgendes: Das grenzüberschreitende System der Finanzbarone arbeitet mit einem internationalen Netzwerk, das dem Wandel der Zeit jeweils angepasst wird. Jetzt kommt's: Ein deutscher Rothschild konnte sehr leicht ein französischer oder ein britischer Rothschild werden oder, wenn nötig, ein Rothschild mit 100 verschiedenen Nationalitäten. Und dann geht's weiter hier: Rothschild, Rothschild, Rothschild. Die Wucherbarone bedienten sich schon immer der schnellsten Nachrichtentechniken, seien es Brieftauben. Wow, Brieftauben. Durch die Rothschild die Nachrichten über den Ausgang in Waterloo vor den anderen erfuhren, also er meinte die Schlacht von Waterloo, was auch Quatsch ist. Also der Waterloo-Rothschild-Mythos ist Dreck. Das ist Kacke, das stimmt überhaupt nicht. Ja, dass da die Rothschilds irgendwie früher von dem Ausgang der Schlacht erfahren hätten und hätten dann Britannien geleimt, dann hätten dann viel Geld verdient. Nee, wenn sie das versucht hätten, wären sie umgebracht worden. Außerdem war das ein dichtes Netz von den Briten. Die wussten natürlich sehr schnell, wie die Schlacht ausging. Es ist inzwischen halt recht gut bekannt, wie das halt eben dann koordiniert wurde. Also die Rothschilds wurden sowieso benutzt, um Geld zu schicken an den Duke of Wellington. Ja, das war einfach nur ein Job, den die Rothschilds zu machen hatten.
Und dann machten die Rothschilds halt noch so ein paar andere Aufgaben. Die Aufgaben, die halt für den Adel zu langweilig waren. Also dann hat man dann eben so wieder Bonds gekauft, mal Gold gekauft oder Gold gehalten und also Gold und Bonds und so, je nachdem, wie die britische Krone das halt eben dann wollte. Ja. Also das Einfachste auf der Welt, das geht auch weit ins Mittelalter zurück und so, das ist das Einfachste von der Welt für so ein adeliges, großes Netzwerk. Das heißt, man rekrutiert jemanden, ob jetzt die Barings aus Deutschland, aus Hannover, später Barings Bank, ja, oder Rothschild oder wen auch immer, du rekrutierst so einen Typen und hast den vollkommen unter Kontrolle und du benutzt den halt so als Strohmann. Das ist das Einfachste auf der Welt, aber anscheinend die gesamte islamische Welt hat bis heute nicht kapiert, dass das eben so einfach war und dass das eben so gelaufen ist. Ich meine, es ist so das absolute fundamentalste Werkzeug von Geheimdiensten, aber bis heute kein Muslim kam da anscheinend irgendwie drauf, wie das wirklich da gelaufen ist. Ja, die Rechten kamen da nie drauf, die Linken kamen da nie drauf. Strange, oder? Ja, Brieftauben. Wow, der Ultra-Geheimdienst, der Rothschild mit den Brieftauben. Wow, also mit Brieftauben haben sie die Welt erobert, nicht wahr? Nicht mit Hühnern oder Keksen, sondern mit Brieftauben. Ich meine, die Juden haben sicherlich auch Brieftauben erfunden, nicht wahr? Und generell die Kommunikation an sich, die verdeckte Kommunikation, das haben die ja revolutioniert mit ihren Brieftauben. Oder mit berittenen Kurieren, was ja auch in der Antike noch nie vorgekommen war, in den letzten paar 8000 Jahren Imperien, dass da irgendwie berittene Reiter da so schnell gerannt sind, wie sie konnten, um Nachrichten zu übertragen. Nein, nein, das haben die Juden erfunden, meint hier Mr. Harvard im Prinzip, ja. Und auch die rechten Verschwörungsideologen und linke Verschwörungsideologen. Was ein Dreck. Was ein Dreck. Ja, und dann geht's halt eben so weiter. Die Federal Reserve Bank in Amerika und so. Das heißt hier, die Federal Reserve steht wie die Bank von Bank of England unter privater Kontrolle, soll heißen jüdischer Kontrolle. Nein, es ist, also erstens ist es eingebunden in diese staatlichen Komplexe und zweitens, die Familien, die den Staat kontrollieren in Britannien, das sind adelige Familien. Und in Amerika hat man eben dann das britische System kopiert mit den privilegierten Familien. Ja, das ist einfach ein aristokratisches System. Dann wird erwähnt, Council on Foreign Relations, die Bilderberger, die Trilaterale Kommission. Also wir können davon ausgehen, Mr. Abdulhai I. Yahya Zalum hier, der hatte halt eben dann anscheinend die klassischen Verschwörungsbücher gelesen, die Birch-Bücher. Gan, ja, und ich meine, kapiert der nicht, dass diese Birch Society Verschwörungsbücher, die größten Bestseller aus dem Kalten Krieg. Birch Bücher wurden auch dann das Fundament der neueren deutschen Verschwörungsmedien und so. Ich meine, hat Mr. Harvard nicht geschnallt, wer hinter der John Birch Society steckte? Koch Industries? Oh, die furchtbaren westlichen Kapitalisten und Ölbarone aus Amerika? Ja, oder generell so diese Republican-Types und so. Also die gleichen Republicans, die halt er dann hier in diesem Buch hier total natürlich verurteilt, wegen halt den Kriegen oder halt Krieg gegen den islamischen Terror und so. Und diesem ganzen Zeug. Also das haut alles irgendwie nicht zusammen. Das passt alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Falls ihr später zugeschaltet haben, sage ich, mache hier so eine Art Reaction zu diesem Buch hier. Das neue Feindbild Islam hier von diesem elitären Moslem, Harvard-educated und so. Also eigentlich ein Verschwörungsbuch, ja. Also fast identisch mit klassischen Verschwörungsbüchern, fast identisch mit linken Büchern. Aber das ist aus der Perspektive geschrieben eines Moslem und es hat halt einen sehr starken muslimischen Touch. Und es erschien im Verlag von Herrn Wolfgang Eggert, wenn mich nicht alles täuscht, nämlich beim Prophetenverlag München. Beim Prophetenverlag München, das müsste Wolfgang Eggert gewesen sein. So, dann, dann hier. Ja, dann geht es hier nochmal um Russland in einem späteren Kapitel. Also eigentlich war ja der Kommunismus so gescheitert, dass der Westen, das waren die Amerikaner, dass sie da unglaublich viel helfen mussten, dass Russland nicht auseinanderbricht. Ja, und der KGB durfte dann das ganze Geld, auch mit Putin, ja, durfte das Geld an die City of London bringen, noch und nöcher. Also man hat den Russen da geholfen, rauf und runter.
Aber das würde hier total negativ gedeutet. Ja? Das sei ja eine Invasion der Amerikaner gewesen. Also der böse westliche jüdische Finanzkapitalismus sei dann halt reingekommen nach Russland. So wird das hier dargestellt. Und das sei wie so eine Art Genozid gewesen an den Russen, weil es den Russen halt so schlecht ging. Es wurde alles den Russen aufgezwungen. Aha. Und so weiter und so weiter. Und dann kommen hier halt zig Kapitel, wie hier ein Kapitel nach dem anderen, so einfach nur abgekotzt über Amerika. Das findet man genauso in den linken Büchern. Also auch in radikaleren Büchern jetzt als Michael Moore und so. Das ist total linkes Zeug eigentlich, was da verwurstet wurde für die Linken. Das ist auch das Gleiche, was in klassischen Verschwörungsbüchern drin steht. Und dann hier im 16. Kapitel heißt es dann, der Titel, der Kapitalismus versagt. Und zwar wirtschaftlich, gesellschaftlich und moralisch. So hat das auch eigentlich Karl Marx gesagt schon. So wird das eben seither geglaubt. Ja, also das heißt, dieses jüdisch-kapitalistische, parasitäre Ding, so wird das hier halt eben dann geschildert von diesem Moslem, das würde halt alles zerstören und zersetzen. Ja, anstatt dass er das hinkriegt, mal genau zu differenzieren, was sind individuelle Freiheiten, was sind bestimmte Mechanismen, ja, und was sind eben die Einflüsse, die halt eben dann hier noch bestehen, die Einflüsse von dem richtigen britischen Empire und von den Eliten der ursprünglichen auch Eliten der USA. Ja, also dieses riesige aristokratische System, was ich dann gedacht hatte ums Jahr 1700 rum, hey, es gibt die moderne Wissenschaft, wir transformieren unsere Imperien, wir machen das halt jetzt, wir gehen Richtung Industrie und Technologie, wir bringen mehr Leute in die Schulen, in die Universitäten, um halt mehr krasseren Imperialismus zu machen. Ja, und dann haben sich Briten gedacht, wir faken die Aufklärung bei uns, steuern das über die Royal Society und das britische Freimaurertum und halt unsere adeligen Geheimdienstnetzwerke. Natürlich war das nicht im Interesse dieser Eliten, dass es jetzt an jedem normalen Menschen gut geht und dass der happy ist, körperlich und geistig gesund ist und so. Natürlich war das nicht das Interesse. Aber du kannst da nicht jetzt irgendwie dann einen auf Karl Marx machen und dann sagen, ja, der individuelle Besitz und blablabla und das sei irgendwie dann dieses parasitäre Ding und so und das sei Schuld an dem Zerfall und wie so und so weiter und so fort. Ja. Also das heißt hier, das ist eigentlich purer Kommunismus, den er hier abliefert. Und ich meine, er ist ein Unternehmer. Ja, mit Keksen und Hühnern und Konsumgütern im Königreich von Jordanien. Ich meine, erstens mal, die Jordanier leben in Saus und Braus, aber er macht hier einen auf Kommunisten-Argumentation. Und er verbindet das halt eben mit dem Islam, weil der Islam kann es angeblich besser. Also der Islam kann Handel und Trade besser, meint er. Und der Islam könne auch Globalismus besser. Und der Islam könne auch, der Islam sei auch eine, also wenn sie mal wieder eine Supermacht formieren könnten, dann sei der Islam die bessere Supermacht, sagt er. Ja, ohne natürlich zu erklären, die ganze Horrorstory der islamischen Geschichte, wie es in jedem Imperium eine Horrorstory gibt, also eine riesige lange Serie an Horrorgeschichten gibt. Ja, hier, dann zitiert er hier noch so Experten, also er missbraucht hier Carol Quigley. Ja, das heißt, er zitiert halt die Carol Quigley, er zitiert hier George Soros. Das heißt, hier Kapitalismus und Demokratie gehorchen unterschiedlichen Prinzipien, ihre Ziele sind verschieden. Dann heißt es Leo Pensch von der Universität York und Colin Lace, Professor für Politik an der Universität Queens in Kingston, Ontario, argumentierten, die Frage der Unvereinbarkeit von Demokratie und Privateigentum muss unbedingt wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden. Sogar in der New York Times war am 1998 von einem Paul Lewis zu lesen, Karl Marx könnte schließlich doch recht gehabt haben. Als Linke und Rechte das kommunistische Manifest am Jahrestag seiner Erstveröffentlichung vor 150 Jahren wieder lasen, überraschte es sie, wie unheimlich Marxens Beschreibung des Kapitalismus von 1848 der rücksichtslosen, angsterfüllten und konkurrierenden Welt der heutigen globalen Wirtschaft entsprach.
um Himmels Willen. Ja. Also das heißt, ja, verbinden wir einfach mal hier Islamismus und Sozialismus. Ich meine, es wurde ja auch in vielen islamischen Staaten so versucht. Ja, das heißt, du hattest halt trotzdem noch die Eliten natürlich im Islam und die den Saus und Braus. Aber unterhalb der Elitenschicht wollte man alles sozialistisch gestalten. Halt plus Religion, also nicht diesen antireligiösen Teil mit rein. Aber jetzt so von Verwaltung und so, da wollte man es alles sozialistisch gestalten. Man wollte dem Ganzen eben einen islamischen Touch geben. Wo haben wir das schon mal gehört? Ach ja, Preußen, die Hohenzollern haben es versucht. Die wollten halt Sozialismus oder halt sozialistische Elemente für ihre eigenen Zwecke kontrollieren. Dass halt die Elite bleibt in Preußen, dass halt drunter alles dann so verwaltet wird. Ja, und halt bessere Arbeitsverhältnisse und die Leute sind zufrieden und rebellieren nicht. Dann die Zaren. Es gab in Russland eben bei den Zaren auch die Idee, wir behalten den Zarenthron und drunter soll alles irgendwie sozialistisch organisiert sein. Das war eine Idee. Die Briten haben rumgemacht mit der Idee, also das heißt über die Fabian Society, die London School of Economics und so. Da sind mehrere hohe Adlige und so und mehrere Eliten eingestiegen so in dieses Sozialisten-Game. Und vieles daran ist noch geheim. Tja, und hier haben wir jetzt quasi dieses Konzept in der muslimischen Welt. Ja, schon noch Eliten, aber halt drunter alles dann sozialistisch verwalten. Im Islam. Also das heißt, du kannst halt so eine Argumentation, ja, oh, böser Kapitalismus, blablabla, du kannst es maßschneidern auf Vollnazis, du kannst es maßschneidern auf Vollkommunisten, du kannst es maßschneidern auf Islamisten. Du kannst es denen immer irgendwie andrehen, ja. Ich meine, das haben die Rechtsextremisten dann auch gemacht. Haben auch so rumgejammert, ah, die Juden haben die Gier erfunden und die Juden haben Trade erfunden und bla 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 und das ist ja irgendwie nur Individualismus und jeder gegen jeden und wir brauchen eine Volksgemeinschaft und wir brauchen diese staatliche Sekte, damit halt irgendwie alles funktioniert. Natürlich hat das dann alles nicht funktioniert bei den Nazis. Also nicht die Nazis, Nazi-Wirtschaft war, hatte gravierende Mängel, auch die kommunistische Wirtschaft im Ostblock hatte gravierende Mängel und selbstverständlich auch in der muslimischen Welt gravierende Mängel. Also ohne diese westlichen Technologien, da wäre nicht viel gelaufen bei den Moslems. Ja, weil ich meine, du kannst nicht einfach so Öl fördern und es so verkaufen. Ja, das ist allein die Förderung braucht Technologie und dann ist das Raffinieren und so, das braucht alles Technologie. Das ist ja das Problem, dass die Muslime eben keine Aufklärung hinbekommen hatten. Das heißt, die waren anderen Imperien hinterher. Ja, auch die Zaren hatten ja lange Zeit keine richtige Aufklärung, waren anderen Imperien hinterher. Glaube ich, Sultan Abdülhamid II. Vom türkisch-ottomanischen Riesenreich. Der Sultan hat dann gemerkt, okay, er muss modernisieren. Das war vor allem nach dem Krimkrieg offensichtlich. Man muss modernisieren, aber die meisten muslimischen Leute in dem Empire, die wollten nicht modernisieren. Und dann ging man eben vor die Hunde. Ja, und dann halt hier dieses kommunistische Gejammer von so einem Muslim hier. Das heißt hier, die Menschen haben ein gemütliches Leben gegen eines in Angst und Sorge eingetauscht. Wann war das Leben jemals gemütlich? Im Mittelalter? Im Vormittelalter? In der Antike? Ja, ich meine, was soll dieser Quatsch? Was soll dieser Quatsch? Ja, dann hier, das Kapitalismus zerstört die Familie und bla 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 bla. Und wir bräuchten alle nur Islam und dann wäre alles toll. So, dieses Buch hier. Heißt es hier, Rechte wie Linke vermerken heute in seltener Übereinstimmung, dass das globale kapitalistische System im Zerfall begriffen ist. Quatsch. Ja, und dann, das heißt im Prinzip, das war halt eben dann die Phase, weil das Buch kam raus 2003, also nach 9/11, wo der ganze Hype war um 9/11 und so, und die Bush-Administration. Und das war eben dann auch schon die Zeit, wo halt eben dann vor allem Russland versucht hat, Einfluss auszuüben, um halt eben zu sagen, Querfront, 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 Rechte und Linke zusammen. Ja, und das in den Folgejahren, so ein paar Jahre später, kam dann so das Kompakt-Magazin und meinte, sie wollen eine Querfront und so. Rechts und links.
Also, und dann heißt es hier noch, oh, hier. Er erwähnt hier, also Mr. Abdulhai Yahya Zalum hier im Verlag von Wolfgang Eggert müsste das sein, hier so 2003 erschienen. Hier wird erwähnt, das Nachrichtenmagazin Executive Intelligence Review von dieser Lyndon LaRouche-Organisation. Die hatten ja teilweise ein sehr hohes Gewicht in Verschwörungsmedien. Und aus der Ecke kamen dann Webster Tarpley, Daniel Estulin, dann Einflüsse auf Dr. John Coleman, der eigentlich ganz anders heißt und so. Es heißt hier, dieses Nachrichtenmagazin liefert ernsthafte Analysen und Belege für die Feststellung, dass das globale kapitalistische System seit langem eigentlich bankrott ist und auf eine Systemkrise zusteuert. Ich meine, die LaRouche-Leute sind ja total krass auf Russland eingestiegen. Also vor allem auf das Putin-Ding eingestiegen. Ja, Webster Tarpley, da sehe ich auch, glaube ich, Estulin und so, von dem auch lange nichts mehr gehört. Aber auch andere aus der Ecke, die waren dann so pro Russland. Hier heißt es, hier wird noch ein Artikel erwähnt von dieser LaRouche-Publikation. Es heißt, es wird höchste Zeit, dass die Bankrotterklärung des Weltfinanzsystems nicht länger hinausgezögert wird. Ist eine solche Ebene den Regierungen der Welt den Weg, um ein von Grund auf neues, weltweites Finanz-, Währungs- und Wirtschaftssystem zu errichten? Ja, was für eins? Ein muslimisches? Ein linkes? Ja. Also dann heißt es halt, das heißt hier, der Islam ist die Lösung, die islamische Erneuerung ist nach Umfang und Tiefe das letzte Wort zur Anpassung der islamischen Zivilisation an den Westen, nämlich das Bestreben, eine Lösung nicht mehr in den Ideologien des Westens, sondern im Islam selbst zu finden. Also der Typ ist ein größerer Unternehmer im Königreich von Jordanien, was ja sehr pro-westlich ist. Und dann sagt er halt, nein, das ist schlecht, dass muslimische Länder diese Verbindungen haben zum Westen. Es bräuchte halt diese anderen muslimischen Gruppen und halt diese andere Orientierung. What? Das heißt hier Kapitalismus oder Islam. Ja. Also er lästert hier dann ab über bestimmte islamische Staatseliten und so. Also er lästert über islamische Staatseliten, aber nur, wenn diese halt so westlich sind. Das heißt hier, also das heißt, diese muslimischen, also manche muslimischen Länder, heißt es hier, wurden annektiert vom Westen. Und da wurde halt eine neue Klasse, elitäre Klasse dann hochgezüchtet und so. Und diese muslimischen Länder wurden dann ausgebeutet, heißt es. Tja, und dann heißt es hier noch, es heißt hier, die politische Islamisierung ist das Ergebnis eines Modernisierungsprozesses. Die wiedergeborenen, in Anführungszeichen, Moslems setzen sich aus mobilen und der Moderne zugewandten jüngeren Leuten zusammen, deren Kern aus Studenten und Intellektuellen besteht. Ja, aber die sind dann gleichzeitig trotzdem irgendwie ultrakonservativ. Also er sagt hier ganz klar, der Islam muss eine wirklich islamische Gesellschaft schaffen. Ja, und der Islam ist nicht nur eine Religion, sagt er, sondern auch eine Lebensweise. Das gibt er hier zu. Ja, und dann jammert er noch, dass halt andere Leute den Islam nicht mögen und so. Das heißt hier, der islamische Aufbruch begann in den 70er Jahren an den Universitäten in Ägypten, Pakistan und Afghanistan, breitete sich von dort auf andere mohammedanische Länder aus. What? Eine Profilstudie über militante, in Anführungszeichen, mohammedanische Führerpersönlichkeiten zeigt, dass es sich hierbei meistens um junge und gebildete Menschen handelt. Also gebildet, aber radikal. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen, ja. Und dann hat man hier noch am Schluss so ein bisschen hier muslimische Propaganda, also wie toll und schön es doch alles ist hier. Ja, und den Frauen geht's ja so toll im Islam und es ist ja alles so friedlich und nice und so. Gleichberechtigung. Hier Wirtschaft heißt es noch. Also da wird dann geschwafelt über Werte und Moral und so. Gottes Willen, ey. Ja.
Also, das ist hier Abdul Hai i Zalum. Das neue Feindbild Islam, Globalisierung und Kapitalismus in der Krise von 2003, also quasi im Höhepunkt der Bush-Administration. Ne?